Auf dem deutschen Buchmarkt tummeln sich fast 2000 Verlage. Darunter große Namen wie Fischer, Surkamp oder Rowohlt. Ein hart umkämpfter Markt also. Doch es gibt sie. Junge, frisch gegründete Verlage, welche sich mit neuen Ideen auf dem Buchmarkt etablieren. Einer davon ist der Homunculus Verlag aus Erlangen. Der Homunculus Verlag, das sind Sebastian Frenzel, Laura Jacobi, Philipp Krömer und Josef Rheinthaler. Kennengelernt haben sich die vier Jungverleger beim Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg. Bereits während des Studiums entstand die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen. Und auch der offizielle Start Anfang 2015 fiel bei allen noch in die Studienzeit. Zentraler Anspruch von Homunculus, einen anderen Weg zu gehen als viele der etablierten Verlage. Man kann schon über uns sagen, dass wir etwas ungewöhnlich sind, auch außergewöhnlich, aber das wollen wir natürlich auch sein. Das fängt schon damit an, dass wir uns gegründet haben, als wir alle noch Studenten waren. Also wir haben nicht 10 Jahre im Lektorat im Verlag X vorher gearbeitet. Das soll aber nicht heißen, dass wir ganz ohne Vorwissen an die Sache rangegangen sind, sondern wir sind Buch- und Literaturwissenschaftler und haben auch einschlägige Praktika absolviert. In unserem Verlag ist etwas ungewöhnlich, dass wir so gut wie alles selbst machen. Also das heißt, das Lektorat, den Satz, das Design, Marketing, Presse, Buchhaltung darf man nie vergessen. Und unser Programm ist so aufgestellt, dass wir nicht wie viele Kleinverlage gesagt haben, wir suchen uns eine Nische, sondern wir sind der Meinung, dass wir auch als kleiner Verlag breit gefächert auftreten können. Auch das Arbeitsumfeld hat mit den großen Verlagen wenig gemein. Keine großen Firmenkomplexe, sondern die privaten Wohnungen dienen als Büroräume. In diesem ungewöhnlichen Umfeld entsteht zwischen Küche, Bad und Wohnzimmer das Angebot des Homunculus Verlages. Neben Klassikern in neuem Gewand und zeitgenössischem stehen auch ein E-Book und ein Non-Book-Bereich auf dem Programm. Allen Veröffentlichungen gemein ist die aufwendige Gestaltung und Ausstattung. Bei unseren Veröffentlichungen ist uns wichtig, dass die optische Qualität der inhaltlichen in nichts nachsteht. Das bedeutet, dass das komplette Buch vom Satzspiegel bis zur Detailtypografie in unserem Haus entsteht. Auch die Covergestaltung geschieht komplett in Eigenregie. Dabei legen wir besonders großen Wert auf Modernität und darauf, dass nicht die erste naheliegendste Assoziation umgesetzt wird. Um das Leseerlebnis möglichst ansprechend zu gestalten, greifen wir, wenn möglich, auf Illustrationen zurück. Abbildungen bei uns sollen aber nicht nur den Text wiedergeben, sondern immer auch eine zweite Bedeutungsebene hinzufügen. Spielen Gestaltung, Haptik und Wertigkeit zwar eine zentrale Rolle, so kann sich auch Homunculus nicht den aktuellen Trends und dem E-Book-Markt verschließen. Doch auch hier wird ein eigener Weg gegangen. Uns ist aufgefallen, dass die meisten auf dem Markt befindlichen E-Books weit hinter dem zurückbleiben, was typografisch eigentlich möglich wäre. Um ein E-Book typografisch ansprechend zu gestalten, ist es unbedingt notwendig, nach dem Export noch Arbeit im Quelltext zu leisten. Dafür haben wir eine eigene Software entwickelt namens Shai. Die Software Shai funktioniert halbautomatisch und formatiert Absätze, Weißräume, Umbrüche zum Beispiel. Das junge und ungewöhnliche Konzept kommt an. Die mediale und brancheninterne Aufmerksamkeit nimmt zu und im März 2016 konnten Besucher der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal einen Stand des Homunculus Verlages besuchen. Eine spannende und arbeitsintensive Zeit also. Nach getaner Arbeit entspannen die vier Gesellschafter und Freunde deshalb gerne in einem der Erlanger Biergärten. Der perfekte Ort für den Non-Book-Bereich des Verlages. Im aktuellen Programm befindet sich zum Beispiel eine Tischdecke, bedruckt mit der Bayerischen Biergartenverordnung samt poetischem und juristischem Kommentar. Auf dieser lässt sich wunderbar das ebenfalls angebotene Kartenspiel spielen. 30 Ungeheuer und Monstrositäten aus 3000 Jahren Weltliteratur versuchen sich mit ihren literarischen Eigenschaften auszustechen. Es bleibt den Vieren also zu wünschen, dass das selbstgewählte Credo Literatur für alle Zeit sich auch in einem dauerhaften Erfolg des jungen Verlages widerspiegeln wird.